So, in der Zeit, wie die Parts von der einen auf die andere Festplatte rübergezogen wurden, ja, habe ich nochmal weitergelevelt. Keine Angst, ich habe keine Sachen gemacht, wo ihr was verpassen konntet. Ich habe ein Feld mitgemacht. Und ja, wir haben jetzt 12, 10, 11. So, also zwei Level haben wir noch gemacht für Weidelöffel und Druide. Und ja, ich habe vergessen, da unten die Quests all zu sammeln. Allerdings halt aus Gründen, weil ich ja gerade nicht in der Aufnahme war. Deswegen, ne? Vor allem eigentlich wollte ich ins Bett. Das ist das große Problem. Aber ich kam halt den Ta ganzen Tag über nicht zum Aufnehmen. Und das muss leider sein. Wir müssen leider aufnehmen. Suchst du nach Arbeit? Dann kannst du zu der kleinen Hütte am Totenacker Tantara gehen. Dort lebt der Grabwächter Balar, der sich um die Pflege und den Schutz der Gräber kümmert. Neulich hat er mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der ihm ein wenig zur Hand gehen könnte. Okay. Wir müssen da eh in die Richtung hin. Und das Gute ist halt, wir kriegen auch da wieder gut Erfahrungspunkte. Und ja. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie viele Parts ich noch mache. Vielleicht zwei, drei. Mal gucken. Ich möchte halt diese elendige Levelphase hier in Gridania eigentlich bald schnell abschließen. Deswegen, ne? Finnea hat dich zu mir geschickt. Du willst mir helfen. Wunderbar. Seit sich hier so viele Monster herumtreiben, ist die Grabstätte ein wenig trostlos geworden. Kein Wunder, dass sich die Toten im Grab umdrehen. Damit sie ihre Ruhe finden, müssen wir ihnen eine kleine Freude machen. Kannst du diese Nymea-Lilien auf die Gräber unter den drei großen Grabsteinen als Opfergabe darbringen? Klar, können wir das. Haben wir auch keine Wahl. Also doch, eine Wahl haben wir eigentlich schon, aber den Ort hier werden wir übrigens auch noch sehr gut kennenlernen. Den toten Akatantara. Ja. Wird lustig. Ach da. Musste gerade erst mal gucken, wo die Viecher überhaupt sind. Aber jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie auch gefunden. Zumindest den Druiden würde ich halt gerne schon auf 15 kriegen, ne? Das wäre also einfach nur geil. Wenn ich den auf 15 kriegen würde. Aber wie gesagt, wir machen gleich ja noch. Ja, drei Briefe, ganz viele. Ich bin eigentlich nur hier wegen Bestiarium. Deswegen hocken wir hier noch. Ja, in der Ecke. Und sonst wären wir eigentlich schon wieder bei den Freibriefen. Aber naja. Ist halt so. Mit dem Auftrag gibt es jetzt auch so 2000. Dann bräuchten wir nur noch 7000. Ungefähr. Also ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wenn wir dann gleich noch Siarium-Ding abschließen. Zumindest die 13 ist uns sicher. Die 14 eventuell auch noch. Mal schauen. Eventuell kriegen wir auch die Stufe 14 noch hin. Wie gesagt, wir müssen dann hier halt auch immer mal wieder. Das schon. Gut, es ist gut, dass hier gerade jemand alles freigeräumt hat. Weil für gewöhnlich sterbe ich hier meistens. Weil hier meistens alle Viecher aufeinander hocken. Bauen drei Leuchtkäfer. Den bauen wir hier nicht. Verhextes Gerippe bräuchten wir da noch. Aber das dann mit dem Waldläufer.
Da ist das Fax. Oh Gott. Mist. Ah, scheiße. Naja, jetzt müssen wir so erstmal gegen das Fax-Gerippe kämpfen. Aber wir können jetzt, dadurch, dass wir Stufe 12 sind, können wir übrigens jetzt auch wiederbeleben. Sei nur mal so dazu gesagt. Wir können jetzt auch wiederbeleben. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten alles hinkriege. Wo ich mir was hinlege. So. Hallöchen. Was will die von mir? Warum steht die halt da einfach gerade nur? Danke. Sehr, sehr nett. Ich weiß, dass ich die Herzkarte krieg. Die Person guckt so lange zu, bis sie irgendwann mal denkt, ach komm, schalten wir ein. Es ist so leicht unheimlich. Ich bin so unheimlich. Tada. Einmal. Hätte ich das schon mal. Mädel, was? Was auch immer die Person da von mir will, ich weiß es einfach nicht. Das ist leicht unheimlich. Weißt du, wenn die Leute nicht mehr schreiben. Was macht die hier? Also, lol. Gar nicht unheimlich. Ja, toll. Krabbelviecher hat mich trotzdem entdeckt. Aber, weißt du, es stalkt dann auch erstmal so, ne? Ich hab nichts. Es stalkt einfach nur. Läuft. Am Ende war es eine Person, die ich kannte. Die sie nur auf einen anderen Server gepackt hat. Ich warte immer noch, dass Luna, also mein Mod für die Leute, die noch nicht bei mir in den Streams waren, dass Luna irgendwann einfach mal so vor mir steht, so random. Ich warte auf diesen Tag. Und ich weiß, das wird sie bringen. Sie wird es dann machen, wenn ich nicht damit rechne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das andere aus dem Stream machen. Immer dann, wenn ich nicht mit rechne. So. Vielen Dank. Mit den Blumen sieht es hier doch gleich viel hübscher aus. Jetzt müssten wir nur der Monsterplage Herr werden, damit hier bald wieder Ruhe und Frieden einkehren. Für heute hast du mir aber genug geholfen. Vielen Dank. So. Wir kriegen neue Schüchchen. So schleimige Grabräuber. Ich hatte ja gesagt, bei Stufe 15 würde ich halt die Quest alle mit annehmen. Bleibt natürlich auch dabei. Machen wir natürlich. Wie gesagt, wir wollen ja die Gebiete auch soweit es geht abschließen. Möchte ja auch jede einzelne Scheiß Nebenquest machen.
wie ich auf die Idee kam, war sie allerdings selber nicht. Bist du etwa die Abenteurerin, von der in letzter Zeit so alle so begeistert schwärmen? Glaub ja nicht, dass ich mich davon beeindrucken lasse. Ich vertraue grundsätzlich keinen Abenteurern. Aber Vertrauen ist auch nicht wichtig, solange die Ergebnisse stimmen. Für eine Belohnung macht ihr Abenteurer doch alles, nicht wahr? Also ich biete dir eine Belohnung dafür, dass du Sephrophagenschnecken erledigst. Drei ihrer Nester befinden sich in feuchten Gruben in der Nähe des Hagebaums. Wenn du dieses abgestandene Bier in die Gruben gießt, werden die Schnecken hervorgekrochen kommen. Du kannst sie erschlagen. Ach, da ganz hinten. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal die Freibriefe. Wie gesagt, zumindest den Druiden würde ich gerne heute noch auf. Hier auf 15 kriegen. Ich meine, das wäre zumindest schon mal etwas. Okay, und dann. Warte mal, ich muss. So. Einmal. Was willst du eigentlich? Was willst du von mir? Keine Ahnung, was du von mir willst. So. Also wie gesagt, die 13 ist uns definitiv schon mal sicher. Die 13 wird halt hoch. Wird halt so gar kein Problem. Ah, jetzt kommt der Stolperfungus auch wieder an. Okay. Nein, ich möchte nicht zurück. Ich würde gerne erstmal die anderen Freibriefe erledigen. Der Schokobo Schreck kommt als nächstes. Das Ding ist cool. Es gibt so Sachen an Mounts, die, wo ich weiß, dass ich sie einfach nie kriegen werde. Das da gehörte mit dazu. So. Schokobo Schreck, beginnen. Ach, das ist hier wieder mit dem Wasserhexagons. Okay. Ja, yeah, das kennen wir ja. Das hatten wir ja vorhin schon. Das ist kein Problem. Aber ihr seht halt schon, das ist halt wirklich etwas schwierig. Vor allem, ich level jetzt halt gerade auch total anders, als wie ich es sonst mache. Für gewöhnlich mache ich halt wirklich Bestiarium und dann kommt der Rest. Aber das ist diesmal nicht der Fall. Dieses Mal läuft es etwas anders. Aber anders bedeutet ja nicht immer gleich schlecht, ne?
Okay, das ist leicht zu bekommen. Das Einhorn. Müssen wir erstmal nur gucken. Die sind da. Und jetzt hoffen, dass es natürlich die richtigen sind. Huch. Okay, da nichts. Vorhin hatten wir halt echt mega Glück. Da auch nichts. Das heißt, das sind schon mal zwei Nieten. Huch. Sehr gut, huch. Das vereinfacht die Sache jetzt. Hoffe ich. Also, nee, okay. Ich habe mich gerade getäuscht. Ich dachte, jemand würde hier mit angreifen. Das habe ich hier hinter uns. Ach ja. Ich weiß, es ist gerade echt nicht spannend. Es tut mir auch mega leid, aber... Es gehört leider, wie gesagt, dazu. So grauenhaft, wie es auch jetzt im ersten Moment erscheinen mag. Komm schon, der nächste muss sitzen. Leck mich. Okay, jetzt müssen wir nochmal das Wasserhexagon töten, um wieder Essenzen zu kriegen. Also das ist echt... Das kann echt so eine miese Scheiße sein. Warum konnten wir nicht so viel Glück haben wie eben? Eben, das war halt mega cool. Sind halt auch alles so Sachen, die sich halt so mega lang ziehen. Aber ich meine, wir sind immerhin schon Druide 13. Mit Druide 13 kann man nicht meckern. Geht natürlich auch besser. Oh mein Gott. Uns hetzt der hier keiner. Gut, ich würde... Sagen wir es so, ich würde halt schon gerne bis zum 18. 10. hier unseren Regalia kriegen. Aber wenn es nichts wird, dann ist das halt so. Ja, irgendwann muss jetzt hier aber mal wirken. Das hat nichts gemacht, weil es sich bewegt hatte. Ja. Endlich. Ich muss gerade mal gucken. Ja, damit kriegen wir aber auch kein ganzes Level hin, leider. Oh, das ist so ärgerlich. Nein. Dann haben wir hier direkt den Futterneid. Dann müssen wir einfach nur Viecher besiegen. Das ist easy. Viecher besiegen kann ich. Hier, wir sind sie im Kampf, da geht das nicht.
So, da haben wir schon mal eins von drei. Nein, das ist falsch. Das hier wollte ich. Kommt schon. Oh, diese 4%, ey. Danke. Oh Gott. Dieser Moment, wenn man einfach nur ein Frottelmalz hat. Ach, von diesen Schnecken brauchen wir 5. Oh, scheiße. Und ich sagte eben nur, okay, das geht ja schnell. Ja, so schnell geht das dann gar nicht. Meine, hier sind gerade mal 2 Röschlinge schon gefällig. Wo sollen die ganzen Schnecken sein? Das ist jetzt eigentlich so mein größeres Interesse. Wo sind die ganzen Schnecken? Okay, aber da hinten soll ja auch noch was sein dann. Okay. So, Meerschnecken. Ist hier nur so ein komischer Schwarm. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wo sollen jetzt Schnecken sein? Ich kann hier oben einmal gucken. Aber, ne. Gut. Da hinten ist auf jeden Fall so ein Rösling und eine Schnecke. Wenigstens etwas. Aber da fehlen uns dann halt trotzdem noch 2 Schnecken. So, jetzt fehlen halt noch 3 Schnecken, beziehungsweise nach der hier sind es halt 2, ne? Aber in dem Feld da hinten ist halt nichts. Und ich hab's halt wirklich übersehen. Aber eigentlich... Mal sehen. Ah, jetzt tauchen sie auf. Okay, sehr geil. Okay, ich habe nicht gemeckert.
So, die eine Schnecke ist gleich tot. Schnecke Nummer 2 ist dran. Nein, am Abbruch. Oh Gott, bin ich froh, wenn der Auftrag jetzt fertig ist. Ich meine, es sind nur noch 2 Level, die wir schaffen müssten. 2. Alter, wie schnell. Also heute spinnt der PC echt wieder. Ich merke es echt gerade an den Parts. Aber an manchen Tagen funktioniert das alles echt wunderbar. Aber heute habe ich das halt auch beim Rendern gemerkt. Wie langsam es einfach heute ging. Und das sehe ich jetzt halt auch daran, wie groß diese Parts plötzlich werden. Für Sachen, die halt echt recht klein sind. Toll. Wieder Schnecken töten. Sieben Stück. Okay. Ja, kriegen wir hin. Wenn wir damit wenigstens auf das nächste Level schon kommen würden, wäre es halt super. Ich glaube es zwar nicht. Dafür müssten wir Bestiarium etwas weitergemacht haben. Aber ich glaube, die 14 ist halt wirklich realistisch. Gott, wie groß dieser Part einfach würde. Naja, ist halt leider so. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ah, der kämpft. Ah, hier. Er kämpft wieder gegen Arschmücken. Frustrierend ist einfach, wie hier alle um einen rumfliegen. Also mega frustrierend. Und du selber denkst ja halt einfach nur so. Okay. Komm ich auch mal voran. Okay, 4 Stück fehlen. 4 Stück sind Gott sei Dank hier. Also wir brauchen nicht suchen. Das ist schon mal gut. Ah, man sieht deren Gegner nur dann, wenn man gegen die... Ah, okay. Finde ich interessant. So, wo ist eigentlich gleich der letzte? Ah, auch hier. Ich glaube, du kannst ja nicht gegen kämpfen, Junge. Bei einem Freibrief von anderen kannst du nicht mitkämpfen. Das gehe ich da mal von aus. So wie er da zumindest rumscharwenzelt ist. Ist einfach nur eine reine Vermutung.
So. Hallo, Blattblutschnecke. Ja, spielen halb Inhalt, ich weiß. Nein. Den einen haben wir hier noch. Den ich natürlich auch noch hier beginnen möchte. Abgesuchte Gebiete, okay. Hier ist einer. Ah. Klageregiment-Zombie. Jetzt kommen ja auch noch Zombies, ey. Nett. Du bist gleich Fuji. Ist jemand? Die laufen alle in der gleichen Rüstung rum. Bin mega unheimlich. Zwei Gegner erscheinen, oh Gott. Aber noch geht's. Das ist halt auch mal wieder was anderes. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt bisher. Beziehungsweise ich vorher auch noch nicht. Ich habe aber noch nie großartig, seit ich Final Fantasy spiele, großartig Freibriefe gemacht. Es sei da einmal zugesagt. Hier, warte mal. Doch, jetzt ist es weg. Wollte ich gerade sagen. Das muss doch auch verschwinden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir ein Level abkriegen. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Wo es schön gewesen wäre. So, und das letzte Gebiet. Danach können wir die Sachen endlich abgeben. Und zwei Gegner erscheinen, natürlich. Wäre auch zu schön, wenn ganz zum Schluss nur noch einer erscheinen würde, ne? Ach ja. Okay, der ging aber erstaunlich schnell.
Das Gute ist halt wirklich, dass wir trotzdem schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, dadurch, dass wir hier welche platt gemacht haben. Aber... nee. Schätze mal, so zwischen 1000 und 2000 EP werden fehlen. Jupp, ich würde ganz zurück. Gehen wir jetzt den Quatsch einmal komplett ab. Weil ich glaube, es gibt ja auch noch Boni dazu. Ja. Und auch noch Boni. Also vielleicht schaffen wir es doch. Mit Boni. Okay, ja. Mit Boni schaffen wir es. Ohne Boni hätten wir es nicht geschafft. Jetzt sind wir zwar OS 14, aber passt. So, sehr schön. Stufe 14. Ja, sehr geil. Mückenplage. Ja, die habe ich aber alles schon abgeschlossen. Den hier noch nicht, ne? Pilzbeschau scheinbar noch nicht. Okay. Gut. Machen wir aber auch erst beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach hier beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt vielleicht so ein bisschen Bestiarium machen. Das werde ich jetzt offscreen machen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao!